Ja, hallo und herzlich willkommen bei Brado und Matthias. Schön, dass alle dabei seid. Wir haben mehr. Wir haben Nachschub. Offiziell könnte man sagen, wir haben Nachschub. Wir haben mehr von den Celebration Boostern. Und zwar haben wir noch 1, 2, 3 Liter Trainerboxen. Und wir haben da hinten noch so eine Box, wo wir Ding drinnen haben. So eine Mappe noch, die wir schon aufgemacht haben, aber das ist auf jeden Fall lässig. Ja, kurz zur Box, da hat sich nicht viel verändert. Ihr seht oben, wie das Celebration-Logo ist. Auf der Seite habt ihr es auch. Rückseite seht ihr, was dann genau drinnen ist. Und so weiter. Und so fort. Unterseite auch nichts extra Spannendes. Schauen wir mal. Super zum Aufmachen. ja, nicht so einfach. Macht das vielleicht besser da auf, wo es funktioniert. Das Problem war jetzt, da wo ich es versucht habe aufzumachen, habe ich irgendwie keinen Halt gehabt. Ja, und dann können wir das schön aufmachen. Ich finde die Trainerboxen wunderschön. Also ich finde das. Also ich meine, sie sind nicht so spektakulär so wie die Trainerbox. Also wenn du das nah anschaust, also wenn du diese Struktur anschaust mit den ganzen Pokémon drauf, ist sie wunderschön. Wenn du das jetzt einfach nur so hinstellst und irgendwie durch diese, man sieht nicht wirklich die Struktur, dann ist es nicht ganz so berauschend. Ah, da oben und so mit dem Gelb, das ist doch wirklich schön. Ah, diese Seitenbox, was ich schon gesehen habe mit dem Logo da, echt schön. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze aufmacht, kommt als erstes einmal die Anleitung daraus. Und das ist so Hochglanz. Da seht ihr eben auch diese ganzen Starter-Pokémon. Und dann kannst du das durchblättern. Ja, also wir gehen jetzt so grob durch. Das sind so die Highlights. Das Glurak haben wir schon mal aufgemacht. Das ist das Greninja Star. Ist das Start, also das ist was überall dabei ist, als bei Box-Promo, da weiß ich nicht, ich glaube das habe ich schon, das fehlt mir noch, das Flying Pikachu, ich habe Surfing Pikachu, das Mew haben wir da, ja, da haben wir eh schon viel, also wenn wir da schauen, was wir schon haben, ja, wie gesagt, das Flying fehlt, glaube ich, da fehlt nichts, da haben wir, glaube ich, auch alles von der Seite schon aufgemacht und dann wird es spannend, also wie gesagt, bis da kommen jetzt die seltenen. Da fehlt uns halt noch fast alles. Also wir haben das Glurak, wir haben das Dark Ding zweimal, den Oak haben wir, das Pikachu haben wir, dann haben wir das Rocket Admin haben wir eben, das haben wir glaube ich, und ja, dann da Garchomp und so weiter. Also nur das hier so, und das da, Xerneos, EX, ja. Also da gibt es coole Sachen, überhaupt übrigens einen Code übrigens zum Eingeben. Auch da seht ihr, wie schön das ist, Train On. Super schön, ja, schon cool. Dann habt ihr wieder den Klassiker da mit der Anleitung plus den Würfeln und den Marken. Das könnt ihr dann wieder so rausnehmen einfach. Und dann könnt ihr das jetzt da mal so reinhalten, eine Seite rausnehmen, den Finger dann wieder raus und die zweite Seite rein. So, dann können wir das wieder in die Mitte reingeben. Das ist da eh gut aufkommen. Ich verwende die Boxen auch gern für die Karten, die ich da eben aufmache. Wenn ihr das richtig macht, könnt ihr auch wieder das schön zumachen. Aber das schauen wir jetzt dann ein bisschen später. Was ist da dabei? 4 Stück von diesen Trennern, die auf der anderen Seite dieses weiße Design haben. Echt schön. Energy, die Promo, Code, den wir schon zum 20. Mal zeigen und coole Hüllen, die echt super schön sind auch. Dann haben wir 10 von den Generations Boostern, dann haben wir da den Darkness Ablaze, Vivid Voltage, was scheinbar der bessere ist, Chilling Rain, Darkness Ablaze und noch einmal Battle Styles. Sword and Shield. So,
Alter, jetzt tun wir hin und schauen, was wir da aufmachen können. So, da sind wir beim ersten Booster. So schaut da aus. Wir fangen mit Generations an, weil das ist der Traum von jedem Pokémon-Spieler, ich sag's euch. Es hat so viel Spaß gemacht, das erste aufzumachen, dass ich mir noch mehr besorgt habe. Ich tue diese Codes gleich weg. Kyogre! Natürlich alles da jetzt da in Shiny, in Foil. Ja, schon schön. Iltel, Xerneos und ein Professor Eich. Also da ist jetzt eigentlich nichts Besonderes dabei gewesen. Das war irgendwie so, wie würde man sagen, ein Blank Booster. Professor's Research. Das ist der Standard Booster, den ihr dann jetzt sehen werdet. Ach komm. Ihr habt ein Zekrom. Das ist das, was ich schon von mir habe oder so. Oh, finde ich super schön die Karte. Oh, ist BFD Pikachu. Wie geil. Oh. Ja, das ist der. Das ist eins von den Jackpot Bulls. Also, die willst du unbedingt haben. Und dahinter haben wir Surfing Pikachu. Super nice. Zwei coole Karten, die wir da jetzt da drin haben. Wie gesagt, das Pikachu ist eins von den Top-Karten, glaube ich. Wunderschön. Ah, Surfing Pikachu ist richtig cool. Das ist Spurf der Pikachu, das hat es einmal für einen Wettbewerb gegeben, da hast du es bekommen. Deswegen kannst du oben ja deinen Namen eintragen und das ist ein Surfing Pikachu. Super nice. Also, wir haben gar nicht so einen schlechten Start. Also, was wollen wir? Glurak, Visaflor oder Turtok? Das wäre der Jackpot. So, falls man das da aufkriegt, ist ein bisschen schwer gerade. Ja, Cosmog ist nicht ganz so spannend. Hinten die Karte weg tun. Zekrom. Ho-Oh noch einmal. Und der Mew. Mew ist auch nett. Ich mag Mew. Also Mew ist okay, selten. Also ist mein zweites oder so, aber ich finde es cool. Gibt natürlich spektakulärere Karten von Mew, aber. Also ihr seht da. Xerneas, Cosmoem und Lunala, also ganz mies. Ja, nicht das beste Display bis jetzt. Also wie gesagt, wir haben das Pikachu. Komm, irgendwelche Old-Style-Karten oder irgendwas richtig cooles wollen wir noch. Ich meine, Yiltel. Also zumindest haben wir noch im Online-Spiel die Chancen. Das ist super. Das ist sowas, was wir ziehen wollten. Den Rocket Admin ist jetzt das Foiling, was super schön ist. Und noch ein Flying Pikachu. Ist das noch einmal das gleiche oder ist das das andere? Nein, es ist das andere. Es gibt dieses Surfing Pikachu, dann gibt es das Flying Pikachu, dann gibt es das Surfing Pikachu VMAX. Und dann gibt es das Flying Pikachu VMAX. Und da kenne ich mich jetzt schon langsam aus. Bin schon der echte Pro. Also Mew haben wir noch. Mew finde ich cool. Also Mew Magi, dann haben wir diese zwei V-Karten schon. Es könnte besser sein, aber es ist zumindest okay. Also wir sind auf einem guten Weg, wenn wir jetzt noch irgendwas ziehen. Das ist. Trashira. Das ist so schön, das Pokémon, finde ich. Die Karte ist echt super. Graudon. Das ist ja schön. Da gibt es ja nichts. Schaut schlecht aus jetzt da, oder? Schaut schlecht aus. Ja, Solgar, Leo, nicht sehr spannend. Mew und Solgaleo ist nicht das Highlight. Nicht das, was du haben willst. Das sehen wir da schon, ist eine super schöne Karte. Schauen, ob das besser wird. Lugia, habe ich gar nicht so viel, jetzt können wir zweites oder so. Ist eine schöne Karte. Da ist es, ist Bisaflor! Was rede ich? Es tut Tag. Jawohl, voll geil. Das Glurak haben wir schon gehabt, jetzt haben wir es tut Tag. Und damit ist es eigentlich schon ein Win. Allah, schaut's, wie schön das ist. Mei, ich sag's euch, so, so schön. Und wir haben noch dieses Professor Eichs Research. Aber das tut Tag, schaut's euch das an, wie schön das ausschaut. Old school. Tut Tag, das ist das, was wir haben wollen. Dafür bin ich da. Für solche Karten. Wir haben nur drei dieser Booster. Vielleicht haben wir noch die.
Wie gesagt, so ein goldenes Mew würde ich schon noch nehmen. Oder das ein Nachtara oder so. Wir sind nicht bescheiden. So, da schaust, wie schön das ist, das Pokémon. Wunderbare Karte. Dialga ist ganz okay. Oh, Palkia. Und Professors Research. Ah, super Karte, weil es halt diese Special Karte ist. Also mit dem Pharma-Style. Und ja. Ganz nett. Aber ganz nett. Also das ist schon okay. Aber wir haben noch einen Booster, glaube ich. Und da müssen wir jetzt dann noch mal was Richtiges hitten. Zwei haben wir noch. Einmal noch was Nettes. Das war schon nett. Also die letzten zwei Booster waren echt super nett. Also wir haben jetzt schon noch ein paar coole Karten. Schauen wir mal. Also vielleicht haben wir noch einmal Glück. Vielleicht haben wir noch einmal Glück, Leute. Und Cosmog. So schaut's aus, das Cosmog. Raudon, also nix in dem Booster. Noob. Ja, schaut schon schlecht aus. Lunella ist halt jetzt da. Das, was man leider nicht so cool ist. Denke ich mal. Zumindest nicht für mich. Für mich sind halt die alten Karten die richtig coolen. So, da haben wir es. Mit dem Pikachu nehmen. Zekrom. Dialga. Ach, ist glaube ich schlecht. Also, ich glaube, wenn du da im dritten Slot nichts hast, dann ist es. Nein, ist okay, noch das Pikachu. Aber das ist auch sehr häufig. Ist okay. Also in Summe ist es okay, es war jetzt nicht berauschend. Naja, es war schon sehr gut. Also mit dem Turtok. Ich glaube, das war schon sehr gut. Das Turtok ist schon top. Also ich glaube, das war schon ziemlich gut. Also wir setzen das Turtok, ist Pikachu, ist Solgaleo, Mew, Rocket Trainer und das Pikachu. Also das war schon richtig nice. Und dann haben wir noch da diese Karten. Mit dem Professors Research als diese VMAX-Variante, oder ist nicht VMAX, aber diese Art, Riesen-Artwork. Flying Pikachu V und Surfing Pikachu V. Also richtig, richtig okay, würde ich sagen. Legen wir es einmal da neben hin und wir haben noch ein paar Booster. Wir haben noch 2, 4, 5 Booster, die noch extra dabei sind. Also das ist jetzt alles geschenkt und ich habe kein. Also geschenkt. Billig sind es nicht so ein Display, so eine Box, aber ja. Lavita, cool, schau. Gibt's nix, oder? Grimmer! Paras, dann das da. Oh, da werden wir noch viel Booster online auf bei der App. Spiel-App aufmachen müssen. So! Fletchinder und Energy. Und was haben wir noch im Ding? Vanillux. Ich tue immer auf einen Stapel. So, sorry, dass da gerade die Nachricht gekommen ist. Ich habe keine Ahnung, was da gekommen ist. Also, da haben wir das da. Das mir taugt so, dass man Bisaflor. Wieso rede ich immer von Bisaflor? Turtok haben wir aufgemacht. Und Turtok, ich liebe diese Starter-Pokémon. Also, für das sind wir da. Ja. Ganz okay. Da weiß ich nicht, was uns erwartet. Bei den anderen weiß ich, was ich haben will. Ich will die alten Karten haben. Für den Moment, dass wir das aufmachen noch einmal. Für das sind wir da. Für das zahlen wir das. Da ist ein Porygon. Sobel Scarbunny. Zarude, Zinderes. Oh, das ist nice. Zinderes ist diese. Wisst ihr, das jetzt? Hyperholo oder irgendwie? Keine Ahnung. Ihr wisst das. Ganz gute Karte, glaube ich. Also zumindest glaube ich, ist das in dieser Variante eine spannende Karte. So, ich tue es nur mit dem Code weg. So, dann schauen wir mal. Da sehen wir schon das erste. Pokémon Breeder. Schaut lässig aus. Oh, Milotic. Schaut auch schön aus. Und mit dem Foil. Oh, cool. Ja, cool. Müssen wir schauen. Also, wie gesagt, ich habe noch, ich weiß, wir sind auf letzte Zeit auf FIFA-Kanal. Die Wochen kommt jetzt ganz viele von diesen Videos. Ich hoffe, das macht euch nichts. Schreibt das rein, wie ihr das findet. Also, ich mache zu jedem Unboxing halt ein Video. Ich werde es auch hochladen, warum nicht? Vielleicht interessiert es werden. Assassin, ja, cool. Ja,
Das war's. Ja, das haben wir noch, was ziemlich nice ist. Der Green Ninja, der ist echt eine coole Karte. Ja, und wie gesagt, das Highlight heute, also das Highlight jetzt war ganz sicher, das Highlight war einfach das da. Das war einfach, ist einfach das absolute Highlight gewesen, was wir ziehen. Also genau das, für das haben wir da, für so uns Pikachu noch voll okay. Also es war wirklich okay, finde ich. Dafür, dass du jetzt rechnest. Dann können wir das mal wegnehmen. Ja, das war's von mir. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.